Guten Tag. Ja, was haben wir denn hier? Wie ihr seht, heißt dieses Spiel Euphloria. Und ja, es kommt euch nicht bekannt vor. Es ist eigentlich ein, finde ich, relativ unbekanntes Spiel, aber ich dachte mir, ich habe heute mal keine Lust auf meine üblichen Spiele. Ich brauche etwas mehr Entspannendes. Und da dachte ich mir, nehme ich mir ein Spiel mit Blümchen. Haha. Ich weiß noch nicht genau, was ich spiele. Ich denke mal, ich nehme mir einfach ein benutzerdefiniertes Level. Da verrate ich euch ja nichts von der Hauptstory. Nehmen wir mal Fluffy Land. Das klingt entspannt. Ja, was ist Euphloria? Man spielt quasi. Ja, wir, oh, ich lese das mal hier vor. Wir müssen das Land vor den Angreifern schützen. Wenn du deinen Heimatasteroiden verlierst, hast du verloren. Das ist der Heimatasteroid. Wir spielen. Ja, Pflanzen im Weltraum. Um das jetzt mal ziemlich genau zu sagen. Wir haben hier quasi einen gewaltigen Asteroiden. Und haben hier. Warte, ich gehe mal näher ran. Guck, solche lustigen kleinen Setzlinge. Die fliegen dann hin und pflanzen neue Bäume und die wachsen an anderen Bäumen und. Alles total putzig, finde ich. Und da kommt auch schon der erste Gegner. Ich prüfe erst mal hier drüben. Dieses Level kenne ich selbst noch nicht. Ist auch immer die Sache, diese Level sind zufallsgeneriert. Und jetzt kann ich hier, das hier ist so eine besondere Spore. Guck mal hier, die sieht nämlich anders aus als die da. Und mit der kann ich jetzt quasi eine Blume pflanzen und kann mir aussuchen, wo ich die pflanze. Und ich denke mal, wenn ich hier meinen Heimatplaneten schützen muss, nehme ich den hier. Denn das hier ist ein Schutzbaum. Tadam! Und wenn ich quasi die Blume bei einem Schutzbaum pflanze, ist natürlich klar, dann schütze ich meinen Baum. Haha, haha, haha. So, jetzt habe ich hier einen Asteroiden, man sieht, aha, gut, hier ist niemand. Also werde ich jetzt einfach versuchen, den da zu besiedeln. Indem ich hier, warte, da seht ihr es. Ich brauche 10 Setzlinge. Diese kleinen Viecher werden die Setzlinge genannt. Und jeder Planet hat auch eine individuelle Anzahl von Bäumen, die gepflanzt werden können. Hier sind es nur 3, hier sind es 4. Und bestimmte Eigenschaften, die dann die Setzlinge übernehmen. Man kann also ziemlich managen. Und da kommt ein feindlicher Gegner. Aber jetzt pflanzt sich der gleich hier dran. Und wenn dieser Baum groß genug ist, kommt etwas ganz Spezielles, was ich sehr mag, was auch ein wunderbarer Schutz ist. Aber ich denke, das werdet ihr relativ bald sehen. So, jetzt pflanze ich hier einen neuen Baum und dieser Asteroid gehört jetzt mit zu meinem Imperium. Wie groß das Spiel jetzt ist, weiß ich nicht. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Ich nehme einfach so viel auf, wie ich Lust habe. Wenn ich mir sage, die Aufnahme ist ja ewig lang, dann mache ich dem einfach ein Ende. Ja. Und weil das ist eigentlich eher so eine Art Strategiespiel und oh gut, es sieht nicht sehr viel aus. Ich muss nur hier quasi einen äußeren und einen inneren Ring. Das sollte eigentlich schaffbar sein. Und guck, da wächst. Das hier sind quasi die Schutzdinger, die lösen sich jetzt und fliegen zu dem Feind, der sich irgendwo auf meinem Planeten befindet. Ich sehe, ein Feind ist hier. Und er wurde gerade vernichtet. Deswegen haben sich die Schutzbäume natürlich selbst vernichtet. Das okay, ist vielleicht ein bisschen strange. Und wie viel haben wir hier? 5. Ich brauche immer 10. Eine ganz gute Strategie ist, quasi immer nur einen dieser Schutzbäume zu pflanzen. Oh, jetzt wird es angegriffen von einem Feind. Dann ziehe ich doch mal rüber. Ja, die Musik ist eigentlich ziemlich stimmungsvoll, auch in den Hauptmissionen, sehr entspannt. Und ich kann eigentlich das Spiel nur jedem mal empfehlen, der, sag ich mal, was Chilligeres spielen möchte. Und nach meinen letzten Niederlagen in Mega Man war ich doch schon relativ deprimiert und ich denke, das ist so eine Art Ausgleichsspiel. Man findet sein inneres Gleichgewicht, indem ich Bäume pflanze und Asteroiden erobere. Das schon sehr, sehr oft in direkten Zusammenhang stand. Ja, was kann ich zu dem Spiel noch sagen? Ich glaube, das war Spielpreisgewinner von 2009. Wegen diesen, sag ich mal, etwas anderen
Spielprinzip. Und man muss schon sagen, es ist äußerst interessant. Also, ich kannte das nicht. Gut, es ist auch ziemlich banal. Ich meine, man wartet, bis die Setzlinge kommen, von den drei Bäumen. Und dann erobert man weiter. Das einzige Coole ist halt, dass sich diese Bäume immer weiterentwickeln. Die fangen quasi, warte, haben wir eben hier eingepflanzt. Die fangen so da ganz, ganz klein an, werden dann so groß wie der hier. Und das ist noch nicht das Maximum. Wenn wir jetzt nämlich gucken, dürfte sich bald wieder das aufspalten. Da sieht man schon, dass jetzt hier wieder eine Vergabelung kommt. Und hier überall. Und so entwickeln sich quasi die Bäume immer weiter. Oh, da ist das, worauf ich gehofft habe. Hier wächst gerade etwas ganz Spezielles. Eine kleine Mine. Es ist quasi, wie vergleicht man das, eine Art fliegende Raumstation. Und die macht heftig viel Schaden an den Gegner und macht es ihnen schwierig, gegen meine Armee zu bestehen. Und zack, ist der Gegner abgehauen. Der ist noch sehr, sehr weit gefolgt. Na, weil, wie gesagt, je nachdem, was für ein Planet es ist, übernehmen die komplett andere Eigenschaften. Jetzt zeige ich euch gleich mal, wie halsbrecherisch cool so ein Gerät ist. Da sieht man ja schon, dass da versucht jemand anders sich gerade niederzulassen. Und da schicke ich jetzt einfach mal dieses Ding hin. Während ich hier drüben noch ein wenig das im Auge behalte und jetzt noch einen Schutzbaum pflanzen werde. Wenn ich dann endlich. Übrigens, die fliegen auch so cool, so. Und dann Bang, Planet erreicht und sie klappen auf wie X-Wing Fighter. So, das wäre damit gepflanzt. Und jetzt gucken wir hier. Gleich ist er da drüben. Und jetzt kommt er gleich in Schussreichweite. Und abhauen tun sie noch nicht. Ziemlich dumm von ihnen. Und da, jetzt geht's los. Zack, drei Strahlen. Bounce, weg. Dagegen hat nicht vieles eine Chance. Oh, ich habe noch einen solchen. Und damit werde ich jetzt einfach mal die Erweiterung machen. Mit der kenne ich mich noch nicht so gut aus. Die habe ich vorhin erst im richtigen Spiel freigeschaltet. So, der Planet ist jetzt quasi. Der Planet, der Asteroid ist jetzt ausgebaut. Und wir sehen, oh, da drüben formiert sich eine Armee. Dann schicke ich den mal lieber rüber. Und dann erobere jetzt den hier. Einfach, um noch eine Basis zu haben, weil. Je mehr Planeten, desto mehr Setzlinge und desto mehr Setzlinge. Oh, scheiße. Jetzt baut er hier schon einen Stützpunkt. Ich war also zu langsam. Der kann das nämlich auch. Aber jetzt wird erstmal der hier erobert und dann erobere ich quasi das vom Gegner. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, was das Ding bringt, es hier dran anzupflanzen. Ich denke, wir lassen uns zusammen überraschen. Lass mal gucken, wie viel fehlt hier denn noch? Genau, ein Setzling. Und der Planet hat sich gelb gefärbt, weil er jetzt natürlich den gelben gehört. Wow, ich kann damit doch schon eine ziemlich große Reichweite. Und erstmal immer dafür sorgen, mehr Setzlinge zu bekommen. Ah, die leuchten jetzt. Guck, die leuchten, oder? Leuchten die alle so? Nein. Sie leuchten. Interessant. Und jetzt werde ich den Planet einfach belagern, weil da ist schon was, das kostet mich natürlich weniger. Oh, aber wir sehen hier bei der Belagerung ist das Problem, ich muss diese Kernenergie auf Null bringen. Da steht's. Wieso nicht recht geht der Asteroid verloren. Und anscheinend haben alle Asteroiden Unmengen von Kernenergie. Jetzt kommt es hier zum Kampf. Und wir beschießen das kleine Bäumchen. Hat schon beinahe was Süßes, hm? Zack, und wie weiter darüber. Eine Belagerung. Das muss einfach so. Das muss. Und quasi genau um diesen Planeten einzunehmen, muss ich eine Pflanze, es können ja auch mehrere drauf sein, quasi zerstören. Was wir hier sehen, das machen gerade meine
lustigen kleinen Setzlinge. Auch ein paar Leuchten dabei. Und sobald der verpufft, so wie jetzt, dringen die quasi durch sein Wurzelgeflecht in den Planeten ein und reduzieren die Kernenergie. Und je nachdem, wie viel ich habe, desto schneller gehört mir der Planet. Der Asteroid. Das ist natürlich bei einer solch gewaltigen Kernenergie, kann das eine Weile dauern. Im schlimmsten Fall reicht es auch gar nicht aus.